Ja, ich stehe hier vor dem Atomkraftwerk in Tihange in Belgien, 60 Kilometer westlich von Aachen. Gerade findet die große Demonstration, die trinationale deutsch-niederländisch-belgische Demonstration anlässlich des Fukushima-Jahrestages statt. Wir fordern hier, dass dieses Atomkraftwerk, die drei Blöcke, möglichst schnell stillgelegt werden können. Das ist unverantwortlich, dass dieses Atomkraftwerk weiter betrieben wird. Ein Block von den dreien weist über 2000 Risse im Druckbehälter auf, deren Ursache man nicht kennt. Unter diesen Bedingungen ein Atomkraftwerk betreiben und jetzt wieder anfangen zu wollen, ist einfach nicht verantwortlich. Atomkraft gehört in Belgien genauso abgeschaltet wie in Deutschland und überall auf der Welt. Vor allen Dingen gerade dieser Schrottreaktor hier, wo dann noch so Unmöglichkeiten passieren, dass man vor wenigen Tagen hier eine Bombe aus dem Ersten Weltkrieg unmittelbar in der Nähe des Reaktors findet. Deshalb ist es ein gutes und wichtiges Zeichen, dass heute und hier mehr als 2000 Menschen klar machen, auch in Belgien gehört dieses Atomkraftwerk abgeschaltet.